Wir stehen hier auf der Domplatte, einem vor allen Dingen bei Touristen sehr beliebten Ort. Hier erhebt sich unmittelbar der berühmte Kölner Dom. Nicht weit entfernt ist der Hauptbahnhof und jetzt in der Vorweihnachtszeit öffnet ein vielbesuchter Weihnachtsmarkt seine Tore. Nahezu unbeobachtet steht hier das Seitenportal des römischen Nordtores. Es ist an dieser Stelle 90 nach Christus errichtet worden und die Fundamente befinden sich heute in einer Tiefe von ungefähr 10 Metern. Zu besichtigen sind sie noch in einem modernen Parkhaus. Die Colonia Claudia Ara Agrippinensium war eine der bedeutendsten Städte am römischen Rhein und ist 50 nach Christus gegründet worden. Die Stadt mit ihren Platzanlagen, Heiligtümern, Villen, Friedhöfen und einem Hafen ist unter der modernen Stadt verborgen. Die Überreste sind nur noch für das geschulte Auge sichtbar. In diesem Video möchte ich Ihnen nun zeigen, wie das moderne Köln mit dem römischen Kulturerbe umgeht, welche Rolle es für die Bewohner der Stadt spielt und vor welchen Problemen Archäologinnen und Archäologen beim Erhalt des kulturellen Erbes stehen. Der erste Anlaufpunkt für jeden, der mehr über das römische Köln erfahren möchte, ist das Römisch-Germanische Museum. Es liegt unmittelbar am Dom und ist auf den Fundamenten einer römischen Villa errichtet worden. Wir haben nun die Gelegenheit, in einem Gespräch mit dem Direktor Dr. Markus Trier mehr über den Umgang der Stadt Köln mit ihrem römischen Erbe zu erfahren. Herr Trier, vielen Dank, dass Sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Wir sind hier in der Studiensammlung des Römisch-Germanischen Museums. Ganz grundsätzlich gefragt, was sind die Aufgaben des Römisch-Germanischen Museums und der archäologischen Denkmalpflege hier in Köln? Ja, wir erfüllen zunächst mal als Haus oder als Institution zwei Kernaufgaben, nämlich einmal eben die der hoheitlichen Bodendenkmalpflege im Stadtgebiet von etwa 400 Quadratkilometern. Und darüber hinaus sind wir das Schaufenster in die Römerzeit, das Römisch-Germanische Museum, das Funde aus 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte und 2.000 Jahre Stadtgeschichte präsentiert. Wenn wir jetzt schauen, wie viele Funde sind denn auf dem Stadtgebiet von Köln zutage getreten, das heißt Bodendenkmäler, aber auch bewegliche Funde? Also zunächst mal haben wir aus dem reinen Innenstadtzentrum innerhalb der Ringe etwa 4.000 alte Fundberichte aus etwa 100 Jahren archäologischer Tätigkeit der Bodendenkmalpflege. Das können wenige Seiten zu einer Grabung sein oder eben auch 50, 60 Aktenordner, Dokumentation zu einem einzelnen Grabungsprojekt. Und dem lassen sich dann Funde zuordnen. Das sind in unseren Außendepots, das sind 6 Außendepots mit etwa 15.000 bis 16.000 Quadratmeter Fläche. Und wir reden von etwa 10 bis 12 Millionen Objekten, die dort in den Depots schlummern. Und darüber hinaus haben wir etwa 500 eingetragene ortsfeste Bodendenkmäler über das Stadtgebiet verteilt. Das heißt, wenn ich durch Köln gehe, finde ich an vielen Orten Reste der römischen Zeit. Was sind denn die Orte, die ich auf jeden Fall besuchen sollte, wenn ich nach Köln komme? Ja, ein Muss ist natürlich der Römerturm, der die Nordwestecke der römischen Stadtmauer markiert. Gleichermaßen interessant die Ausgrabungszone unter St. Severin, die uns ins römisch-fränkische Gräberfeld südlich der antiken Stadt führt. Aber ein absolutes Highlight ist natürlich auch das Prätorium, der Statthalterpalast der Provinz Niedergermanien unter dem historischen Rathaus. Nun hat es in den letzten Jahren doch einige Ausgrabungen in Köln gegeben. Was sind so die Highlights, die großen Funde der letzten Jahre? Also das Projekt, was uns in den letzten, wenn wir die letzten zwei Dekaden betrachten, am meisten beschäftigt hat, war zweifellos die Archäologie rund um die Nord-Süd-Stadtbahn. Eine 4 Kilometer lange Strecke, die quasi in Nord-Süd-Richtung durch alle wichtigen Entwicklungsphasen der Stadt hindurchführt. Und innerhalb dieser U-Bahn-Archäologie waren zweifellos die Ausgrabungen im römischen Hafen von Köln, die uns in Tiefen von 14, 15 Meter unter heutiger Oberfläche geführt haben, die uns in Feuchtböden geführt haben, in denen sich wirklich das römische Leben, das antike Leben in einer unvergleichlichen Form für uns eröffnet hat und anhand der Funde auch widerspiegelt. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Vor welchen Problemen stehen Sie denn auch, jetzt wenn wir uns die Bodendenkmalpflege in Köln anschauen? Wir sind als wir sind als Träger öffentlicher Belange in jedes Baugenehmigungsverfahren innerstädtisch eingebunden. Wir schauen, inwieweit gibt es Schnittmengen zur Archäologie und laden dann Bauherren ein, um ihnen Zeitfenster, also erstmal natürlich den Inhalt unserer geplanten archäologischen Maßnahme, aber auch konkrete Zeitfenster und Kostenrahmen zu benennen. Das Ziel ist immer Planungssicherheit. Das ist für uns entscheidend, aber natürlich auch für einen Bauherrn, eine Bauherrin. Und in einer Millionenstadt wie Köln sprechen wir natürlich immer über ein Spannungsfeld, das sich zwischen Finanzierung
und Projektumsetzung auftut. Das darf man nicht unterschätzen, kann man auch gar nicht hoch genug ansetzen in der tatsächlichen praktischen Arbeit der archäologischen Bodendenkmalpflege. Der Investitionsdruck in eine Millionenstadt ist immer immens. Ja. Das heißt, das römische Erbe ist schon durchaus präsent in Köln. Welche Rolle spielt es denn für die Identität der Bewohner? Spielt es eine Rolle für die Bewohner Kölns? Also die Kölner waren schon im Mittelalter stolz auf ihre römischen Wurzeln. Die reichen Kaufmannsgeschlechter haben sich selbstverständlich auf den senatorischen Adel oder sogar auf das Kaiserhaus ganz unbescheiden zurückgeführt. Aber auch im 19. und 20. Jahrhundert war das römische Erbe immer ein Selbstverständnis für, sagen wir mal, die Kölnerinnen. Und wie Hugo Borgers sagte, der ehemalige Direktor, der Gründungsdirektor dieses Hauses, wenn man so will, auch für die, die hier hingezogen sind. Die schöne Genealogie, Vater, Großvater, Römer, die spricht eigentlich Bände. Die römische Vergangenheit, das Mittelalterliche, hat für einen Kölner, eine Kölnerin eine große Bedeutung. Das spiegelt sich letztlich auch in den Besucherzahlen des Hauses wieder. Über 20 Millionen Museumsbesucher in 44 Jahren, die sprechen eigentlich Bände. Noch eine etwas eher allgemeine Frage. Wenn ich mich jetzt für mein Kulturerbe engagieren möchte, jetzt am Beispiel von Köln, wie kann ich das machen? Was für Möglichkeiten gibt es hier in der Stadt? Ja, es gibt natürlich immer wieder Fragen, können wir bei Ihnen auf Grabungen mitmachen? Das ist per se nicht möglich, denn Innenstadtgrabungen sind mit großen Abbruchkanten und dergleichen verbunden. Die bergen eine ganze Menge Gefahren und da können nur, ich sag mal, Profis hin. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, unsere diversen Vereine, Altertumsvereine und dergleichen zu unterstützen. Es gibt die altehrwürdige archäologische Gesellschaft, die wurde im Jahr 1950 gegründet. Und in jüngster Zeit gab es die Gründung Fördervereine zur römischen Grabkammer Köln-Weiden und insbesondere auch zur römischen Stadtmauer, die sich eben um den Erhalt und um ja, die Erschließung unseres antiken Erbes bemühen. Und da freut man sich über jede Form von Unterstützung, denn diese Bodendenkmäler, diese wirklich herausragenden Denkmäler, auch weit über die Stadtgrenzen hinaus herausragenden Denkmäler, verdienen die Unterstützung. Das auf jeden Fall. Herr Trier, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Die Funde der römischen Epoche können Sie also im Römisch-Germanischen Museum sehen. Was ist aber mit Ruinen, die zu groß sind, um in ein Museum zu passen? Wie die Stadt Köln damit umgeht, möchte ich Ihnen nun anhand des römischen Statthalterpalastes zeigen, der sich hinter diesen Mauern befindet. Dafür müssen wir aber zunächst erstmal 5 Meter in die Tiefe gehen. Wir stehen hier an den Ruinen des römischen Statthalterpalastes. Diese sind am Ende des Zweiten Weltkrieges in den 50er Jahren im Zuge des Wiederaufbaus der Stadt Köln und des Kölnischen Rathauses entdeckt worden. Man hat sich dann dazu entschieden, diese Ruinen als Kulturdenkmal zu erhalten. Dazu hat man zunächst eine Betondecke eingezogen und oben drüber dann das neue Rathaus errichtet. Unten drunter ist diese Ruine nun zugänglich. Es ist aber nur ein Teil des ehemaligen Statthalterpalastes hier zu sehen, der ursprünglich noch 50 Meter weiter nach Süden verlief. Auch wenn nur ein Teil erhalten geblieben ist, so zeugen diese Ruinen doch nach wie vor von der Größe und Monumentalität des römischen Kölns. Sie sehen, das römische Erbe wird in Köln nach wie vor hochgehalten. Es spielt für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt nach wie vor eine große Rolle. Sei es als kultureller Bildungsort, wie hier im Römisch-Germanischen Museum, sei es als herausragendes Fundstück oder auch als Überreste im modernen Stadtraum, als Teil der kollektiven kulturellen Identität oder als Ärgernis beim Bau von Häusern und U-Bahn. Eins gilt auf jeden Fall, am römischen Kulturerbe kommt man in Köln nicht vorbei.